Wenn du gerade auf der Suche bist nach passenden Winterschuhen, aber keine Ahnung hast, welche du kaufen sollst, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Nach meinem Winterjackenvideo habt ihr nach einem weiteren Video gefragt und heute bekommt ihr es, und zwar zum Thema Winterschuhe. Ich bin bei Amazon unterwegs gewesen, hab mal so geschaut, was es so für Top-Winterschuhe für Männer gibt und hab euch da eine richtig schöne Liste zusammengestellt und heute stelle ich euch diese vor, kategorisiert nach Marke. Starten möchte ich mit der Marke Hugo. Hugo ist getrennt zu sehen von der Marke Boss. Hugo ist nämlich einfach so ein bisschen cooler, ein bisschen stylischer. Hugo hat tatsächlich richtig gute Winterschuhe. Von Chunky Chelsea Boots bis hin zu diversen Schnürschuhen, Stiefeln und auch andere Varianten. Bei Hugo bekommst du auf jeden Fall in puncto Style und Qualität richtig, richtig nice Treter. Weiter geht's mit der Marke, die mir als erstes eingefallen ist, als ich über das Thema Winterschuhe nachgedacht habe, und zwar die Marke Timberland. Man kennt den Klassiker in diesem gelb-braun, diesen Winterstiefel. Den gibt's übrigens auch mittlerweile in komplett schwarz. Ein richtig guter Winterschuh. Und Timberland hat mittlerweile auch so sportliche Winter-Sneaker, nenne ich sie mal, die auch für die Sportlichen unter euch sehr nice sind. Weiter geht's mit einem weiteren Klassiker, und zwar die Doc Martens. Ich selbst habe auch ein paar Doc Martens und ja, die muss man einfach ein bisschen einlaufen, bis sie wirklich vernünftig sitzen, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile gibt es auch diverse Varianten in unterschiedlichen Ledervarianten auch, die einfach auch ein bisschen weicher sind. Da dauert es auch nicht ganz so lange, bis die eingelaufen sind. Auf jeden Fall ein richtig guter Winterstiefel, der tatsächlich Wind, Wetter komplett in jedem Belangen übersteht. Und by the way, die gibt es mittlerweile auch als Chelsea Boots, auch eine richtig coole Version. Und by the way, falls du dich ein bisschen weiterbilden möchtest, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Link dazu findest du unten in der Box. Und ich habe euch auch zu jeder Marke passende Links rausgesucht, also passende Schuhe zu jeder Marke rausgesucht. Ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich bin mir sicher, dass da für jeden Geschmack von euch da draußen mindestens ein Paar mit dabei ist. Weiter geht's mit einer etwas eleganteren Marke, und zwar mit der Marke Gant. Ich persönlich habe sogar ein paar Winterschuhe von der Marke, und zwar diese Chelsea Boots in Schwarz-Glattleder. Bin ich sehr mit zufrieden, kann ich empfehlen. Also Gant kann auf jeden Fall Chelsea Boots, aber Gant hat auch weitere Winterschuhe im Portfolio, bis hin tatsächlich auch zu Winterstiefeln. Jetzt machen wir weiter mit der Marke, an die die Frauen der Schöpfung wohl als erstes denken, wenn sie über Winterstiefel oder Winterschuhe nachdenken, und zwar mit UGG Boots. UGG Boots hat mittlerweile auch Herren-Winterschuhe. Den Klassiker gibt es auch in Schwarz, finde ich schon mal nicht schlecht. Den gibt es auch mit einer etwas dickeren Sohle, ein bisschen mehr chunky. Damit könnte ich mich tatsächlich schon anfreunden. Aber auch andere Varianten, wie zum Beispiel Chukka Boots, hat UGG mittlerweile im Portfolio. Kommen wir jetzt zu einer Marke, die meisten wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Ich bis vor längerer Zeit auch nicht, bis ich nach Gummistiefeln gesucht habe. Die Rede ist von der Marke Hunter. Die machen nicht nur gute Gummistiefel, sondern mittlerweile auch gute Winterschuhe, wie zum Beispiel Chelsea Boots. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der auch bei Wind und Wetter rausgehen muss in den Wald mit seinem Vierbeiner, zum Beispiel zum Gassi gehen, dann solltest du auf jeden Fall mal bei Hunter vorbeischauen. Auf jeden Fall wind- und wasserfest die Teile. Und qualitativ wirklich hochwertig. Weitere empfehlenswerte Marken, wenn es um das Thema Winterschuhe geht. Schaut mal bei Tommy Hilfiger vorbei. Die machen tatsächlich auch richtig gute Chelsea Boots. Und auch Marco Polo. Die haben auch diverse Stiefel am Start. Die Marke Nubik, von der habe ich nur Gutes gehört. Kann zwar nicht aus eigener Erfahrung sagen, wie gut die sind, aber schaut da auch mal vorbei. Eine Option wäre zum Beispiel auch Boss. Ist nicht ganz so cool wie Hugo, aber von der Qualität sicherlich genauso hoch. Und auch Helly Hansen. Die Schuhe von Helly Hansen halten sicherlich auch warm über den Winter. Falls ich noch irgendeine Winterschuhmarke vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, dass ich euch auf diesem Wege etwas weiterhelfen konnte bei der Auswahl eurer Winterschuhe und wünsche euch auf diesem Wege einen wundervollen Winter mit guten, ordentlichen Tretern.